Ready? So, und willkommen zurück zu ein paar weiteren Runden von unserer UTA-Smash-Reihe hier im Revenge-Turnier. Ja, wir sind immer noch in den Losers Top 8 und die Gesichter hier unten haben sich geändert. Wir haben jetzt vor uns den Seneru und den Osa. Und hier oben haben sich die Gesichter auch geändert. Wir haben jetzt anstatt dem Nikolai haben wir den Justin dabei. Hi. Und ja, wir können uns auf ein paar richtig spannende Runden freuen. Min Min und Diddy Kong, schauen wir doch einfach mal rein. Ach geht's. Wir versprechen uns ein paar wundervolle Matches. Und da kann ich gleich mal den... Der Übergang ist jetzt schöner, kann das sein? Der Übergang ist definitiv schöner. Ach, die Namen sind falsch. Oh. Naja, gut. Passiert den Besten. Das fixen wir gleich dann noch. Das soll das Thema nicht sein. Wir spiegeln es. Wir spiegeln es. Kleiner Funfact zu dem Diddy. Der ist tatsächlich noch nicht so lange der Charakter von Seneru's Wahl. Denn den spielt er erst seit 3-4 Monaten, wenn überhaupt. Also als neuen Main quasi. Normalerweise ist er ja Wolf Main. Ich weiß gar nicht, wie viel Diddy er heute schon gespielt hat im Turnier oder ob er auch schon einen Charakter geswitcht hat zwischendurch. Auf jeden Fall ist das Neutral von Diddy gegen Min Min, glaube ich, eines der besseren. Min Min, die ja eigentlich relativ zony spielen will, hat dann doch Probleme gleich. Den Diddy Kong von sich wegzuhalten. Aber wenn das so ein SD passiert, ist das absolut unglücklich. Mit dem Fässer gegen die PS2 geknallt. Naja, das ist ziemlich unlucky, aber den Diddy hat Seneru tatsächlich ausgepackt. Ich hatte den gegen den Diddy gespielt. In der Gruppenphase. War sehr interessant. Hat er halt schon ein bisschen öfter Diddy gespielt. Und die Min Min von Ozar. Habe ich auch des Öfteren gesehen. Gegen die durfte ich vorhin auch schon spielen. Schöne knappe Matches gehabt, aber er hat ein grundsolides Neutral. Das auf jeden Fall. Das muss man ihm lassen. Er schafft es sehr gut mit dem F-Smash vom Worm gut wegzusauen. Ja, er weiß vor allem, wann er für die Jump-Options geht und wann er seinen Arm switcht. Das habe ich oft gesehen bei Min Min, dass sie ihren linken Arm nicht gut benutzt oder ihren rechten. Und vor allem hält er das Tempo mit den Armen aufrecht. Da habe ich vorhin eine Runde gegen Helios gesehen, die war anders. Das ist korrekt. Auch schon Banana zweimal getrippt. Wenn das Smash 4 wäre, hätten wir bereits einen Kill gehabt. Der zertifizierte Huha. Oh. Aber der Anschlusskill, der fehlt. Der wäre so wichtig jetzt auf die Min Min. Ja, da kommt schon Ram Ram. Das ist ein kompletter Stock-Unterschied gerade und der ist wirklich unangenehm. Für Didi. Ah, da ist der Trip. Banana into Forward Smash ist wieder ein sicherer Kill. Das dann aber auch perfekt. Und damit sind wir bei dem Neutral dabei. Oh, schöner Grab. Schon Offset geworfen, aber die AP gegangen, um die High Recovery vielleicht zu punishen. Aber der hat leider nicht getroffen. Sind wir schon F-Smash? Nein. Aber dafür Neutral eher mit dem Heavy Arm. Wow. Die kickt gut rein. Und jetzt hat Seneru einen kompletten Stock aufzuholen. Das machst du auch nicht einfach mal so. Ja. Aber. Der Umgang mit der Bananenschale ist unsäglich gut heute. Ja, das ist sehr schön. Das kriegt er wirklich schön. Aber wir haben auch wieder einen Arm-Switch auf der Min-Min. Sehr schön. Sehr schöner F-Smash. Und da haben wir schon das erste Game für Osa. Ein Two-Stock, ein absolut souveräner Two-Stock. Sehr schön. Nicht fucking schlecht. Boah, ich bin mir nicht sicher, ob Seneru hier das. Die Matchup weiterspielen möchte. Ich kann mir vorstellen. Ich glaube nicht, also ich glaube, wir sehen jetzt Wolf. Ich glaube es auch, oder zumindest irgendeinen Switch. Weil das war dann doch schon sehr. Ich glaube, wir müssen Seiten eindeutig. Sollen wir Seiten tauschen? Das sieht man ja an den Spitznamen im Game, wer welchen Charakter spielt. Die Namen sind richtig, die Facecams sind richtig und wir sind richtig. Prost, Major. Prost. Ah, bin ich jetzt gespannt. Ja, Sam. Also, ich sag, wir sehen uns. Es muss ein Character-Switch kommen. Ich glaube, der Diddy Kong ist hier in dem Matchup der falsche Pick. Ja, der Fahrt. Wir bleiben Pokémon Stadium 2 auf jeden Fall. Das Stage ist die gleiche. Ja, das ist so schön. Und? Die Frage ist nur, in welche Richtung wir uns bewegen. Was, wann haben wir das letzte Mal Seneru gesehen, mit welchen Characters? War Wolf wahrscheinlich, ne? Gar nicht. Gar nicht. Beim letzten Turnier war er nicht dabei. Oh, Fox. Fox, nicht Wolf. Okay. Also jetzt bin ich aber dann doch mal ein bisschen gespannt. Ich habe noch nie Fox spielen sehen, muss ich sagen.
Ne, Fox habe ich auch noch nicht gesehen, glaube ich. Ich kenne nur den Wolf und den Diddy. Bisher. Ja, jetzt bin ich gespannt. So ordentlich jetzt mit der. Ich bin sehr gespannt. Mit der Geschwindigkeit kann man eigentlich mehr Rushdown ganz gut machen kann. Das ist die Frage. Ein so Tempo haben die. Das ist die letzten paar. Also wirklich, das letzte Match, das wir gesehen haben, das war schon schnell. Gut Tempo. Ja, jetzt kommt ordentlich Tempo rein, weil Fox ist sehr, sehr schnell. Kommt auch sehr, sehr gut in Min-Mins Range rein. Was halt auf Didi nicht hast. Man kann zwar sich Banana-Setups setzen, aber hier. Und er ist vor allem ein Fast-Faller, das heißt, er kann vielleicht nicht allzu gut gecombot werden. Ja. Die Frage ist nur, ob das gegen Min-Min so einen großen Unterschied macht. Ja, Min-Min hat. Min-Min bestraft das schnelle Fallen auf dem Boden eigentlich eher. Ja. Weil du keine wirklichen Kombos hast auch auf Min-Min, sondern eher deswegen Springs. Vielleicht auch in der Hinsicht ruft der bessere Pick, aber er wird sich ja was dabei gedacht haben. Er wird schon wissen, warum er hier den Fox pickt. Ja, wir sehen ja aber auf jeden Fall, dass das relativ even aussieht. Es ist definitiv um einiges entspannter als im letzten Game. Obwohl der erste Kill natürlich im letzten Game auch einem SD mehr oder weniger schuldig war. Und ja, das scheint wie connected nicht ganz. Ah. Aber wir haben ein definitiv etwas ruhigeres Neutral. Ja, das auf jeden Fall. Boah, der Upsmash hat leider nicht gekillt. Wäre dann vielleicht sogar erst First Stock gewesen. Aber. Sieht trotzdem spannend aus. Risky Downer von der Min-Min. Dass das nicht gepunished wurde, ist interessant. Oh, das war sehr so gut. Okay. Sehr so gut, Ben, ja. Jetzt die Frage, ob der Anschlusskill gefunden werden kann. Er versucht, Min-Min auf jeden Fall zu verhindern mit Doppelwurms tatsächlich. Das ist sehr schön. Jetzt kommt Ram zum Einsatz, um ein bisschen mehr Flexibilität in den Arm zu haben. Vor allem die Winkel besser beeinflussen zu können. Natürlich ein absolut geiles Offstage-Tool. Aber wenn wir uns noch im absoluten Nische befinden. Und Fox macht das, was Fox gerne manchmal macht. Er struggelt, einen Kill zu finden. Fox hatte sich den ein oder anderen confirmed, aber das Killing auf Fox ist dann doch eher mal so ein random Upsmash zum Beispiel. Ja, da haben wir aber auch eigentlich den Kill. Das heißt trotzdem noch, dass Osam. Back to neutral, ja, wir haben einen kleinen Lead definitiv. Und Min-Min ist ein sehr, sehr kontrollierender Charakter. Min-Min ist definitiv jemand, der den Pace des Games kontrolliert und auf seiner Seite hat. Und wow! Das war ein sehr böser Kill auf der linken Seite. Das einmal über die komplette Map auf die andere Seite nach draußen. Der tut natürlich weh. Jetzt muss Cenaru hier einen kompletten Stock zurückholen. Aber schon wieder. Aber wenn du auf seiner Facecam achten willst, man sieht, der ist langsam wieder unruhig. Cenaru, aber wäre ich auch. Ja, das ist auch so verständlich. Auch gegen eine Min-Min. Er fühlt sich nicht wohl in dem Matchup, definitiv. Ja. Ja, Min-Min ist auch ein Matchup, das musst du einfach mit der Zeit lernen. Dann weißt du auch, was du machen kannst, genau. Es ist nur schwierig, das Matchup zu lernen, weil man es einfach nicht sieht. Ja, genau. Exakt, das ist das Problem. Das macht es halt so irrsinnig gefährlich. Ja, ich kenne auch nur zwei Min-Min-Mains, die ordentlich was drauf haben. Einmal Umsa und Domgedom. Wir haben hier bei UTA bis jetzt noch keinen. Nee. Noch keinen? Min-Min auch irgendwie in Top 8. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Das war es ja jetzt letztens nach Aschaffenburg gezogen, meines Wissens nach. Ja, genau. Lässt sich jetzt bestimmt ein bisschen öfter blicken. Und. Oh, die Side-B hat schön connected. Der Up-Down-Air und der Upsmash direkt connecten. Es ist der erneute Two-Stock. Jetzt haben wir. Jetzt muss Cinderock wirklich schauen, wo er bleibt. Das ist ja unglaublich. Sehen wir aber jetzt wieder einen Character Switch? Das ist jetzt die Frage. Weil mit Fox ist er doch relativ gut reingekommen. Mit Fox ist er definitiv besser zurechtgekommen als mit dem Diddy davor. Also. Trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob das jetzt das Wahre war. Also, wenn wir einen Switch sehen, dann wird es wahrscheinlich Wolf sein, aber ich glaube fast nicht. Da kommt man nicht vielleicht rein. Aber mit Fuchs wäre halt wieder diese Konstante da, dass er einfach sicher ist auf dem Charakter. Ja, das dass stimmt er da einfach stimmt. weiß, was er da mit was er zu tun hat und dass er einfach weiß, mit was er arbeiten kann. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass mit der Wolf Side B kann man eigentlich relativ gut die Arme dodgen. Habe ich auch das Gefühl. Also ich gehe mal von aus, dass man vielleicht den Character Switch sieht. Das kannst du mir vorstellen. Wir können gespannt bleiben, jetzt schauen wir mal zu. Ja. Oh, die Welt ist erstmal richtig Musik. Was ist da los? Wieder. Oh. Lawkeeper Sinja! Wieder Pokémon Stadium 2. Die Stage bleibt. Und jetzt sind wir im Character Selection Screen. Min-Min. Und Fox. Min-Min und Fox. Bleibt Min-Min und Fox. Bleibt Min-Min und Fox. Damit gehen wir rein ins Game 3. Und jetzt ist es wichtig. Jetzt muss Cinaru kommen.
Ja, jetzt das muss auf jeden zeigen, Fall. Was er drauf hat. Ich bin gespannt. Wenn nicht, dann ist es ein 3:0 für Rojon, für Rosa. Mhm. Also bin ich gespannt. Er ist auf jeden Fall am Überlegen. Man sieht es ihm an, irgendwas geht in seinem Kopf vor. Er ist sich nicht ganz sicher, vielleicht was er zu tun hat. Beziehungsweise er ist sich einfach seines Gameplays vielleicht auch heute nicht sicher. Mal schauen, was er jetzt hier abliefern kann. Den haben wir jetzt schon Neutral gegen Fox natürlich auch relativ gut durch die Range. Allein die Neutral Air mit dem Swing um sich herum ist ganz gar nicht schlecht, um Fox, der ja eigentlich auf dich draufrennen will, etwas von sich wegzuhalten. Ja, das ist auf jeden Fall. Und das auch genau deswegen sehen wir jetzt schon den Prozent-Lead. Dass sich langsam aber stetig immer aufbaut. Ja. Aber da haben wir jetzt schon wieder den Fox in Kill-Prozenten vermindert. Es ist vor allem so unangenehm, dass selbst wenn du die Arme von Min Min triffst, du machst dir keinen Schaden damit. Du musst den Körper treffen. Ja, okay. Und es ist so unglaublich unangenehm. Dieses Edge-Guarding von Min Min, da zurückzukommen, ist unfassbar schwer und unangenehm einfach vor allem. Ja. Erinnern wir uns über das Zoning von Zero und Samus gefreut. Ja. Ja. Ja, das ist dieses Zoning in Unschuld. Das ist richtig, richtig stark, was Rosa hier abliefert. Dann haben wir auch einen schönen Socklick jetzt, der auch schön ausgebaut werden kann, weil Rosa eigentlich in ziemlich niedrigen Prozenten ist. Beziehungsweise war. Sinro holt auch langsam wieder ein bisschen mit 37%, wenn er jetzt im nächsten Kill findet oder dann 40, ist alles noch drin. Ja, dann kann er wenn auf er jeden Fall noch ordentlich was. Wenn er einen Confirm vielleicht landen kann, wenn er irgendwas so findet, dann wäre da so einiges das drin. Das war ein Downtilt, das kann er einfach durch sein Leben. Backthrow. Auch wenn Fox nicht die besten Killing Tools offstage hat. Up Air ist da schon eher eins. Back Air, schön gesetzt. Nicht zu viele Prozente jetzt bekommen auf der Seite von Xenaru. Wirklich schauen. 150, da muss doch mal ein Kill fallen. Nochmal ein Hit kassiert. Aber es ist okay. 50% ist immer noch machbar. Forward Smash, leider nicht connected. Der Downtilt. Downtilt, Up Smash, aber leider den Sour Spot. Der Sour Spot hat leider gilt. Da ist er. Das ist ein sehr schöner. Mit 60%. Es ist absolut spielbar. Er hat noch 2 Stocks Zeit zu arbeiten. Aber er muss jetzt sicherer werden. Er muss mit diesem Zoning irgendwie klarkommen und eine Antwort finden. Wenn nicht, dann war's das. Aber Osa bleibt hier sehr souverän. Er setzt seine Ram-Rams, er setzt seine Arme richtig gut. Schöner F-Smash. Er weiß, dass er einfach auf Range spielen kann, dass er hier nichts überforcen muss. Und Fox hat einfach ein schweres Leben. Ja. Wir würden erwarten, dass er schnell auf ihn draufrennen kann. Aber ich glaube, das ist eventuell sogar der falsche Approach zu Min-Min. Vielleicht wäre was mit Projektilen hier besser und besser gewesen. Tatsächlich könnte Fox da relativ gut reingehen. Er müsste halt aber das Attack-Pattern ungefähr raus haben, was Osa da zutage legt. Weil er schmeißt ja gerade die 2 Arme hin und hat dann kurz Endlag durch die Moves. Da hat Fox eigentlich die perfekte Gelegenheit reinzugehen. Aber die Opportunity bietet sich halt nicht immer, weil Osa direkt darauf reacten kann. Er findet vielleicht auch die Angle nicht, weil Osa natürlich mit seinen Armen auch die Winkel verstellt. Ne? Du bist ja nicht nur geradeaus, sondern auch mal nach oben. Und da ist jetzt der Stock. Ja, Last Stock Situation für Sinaru. Das könnte wieder das Match für Osa sein. Hab ich auch ein Gefühl, aber wir wissen es nicht. Zumindest ein Stock sollte Senero noch holen können. Also unser Kernproblem ist halt, also Senero's Problem ist... Na, er frisst gerade keine Prozent, er spielt es Neutral gerade gut. Er muss jetzt nur wieder den Kill finden und wie gesagt, das ist Fox, sein Problem. Fox ist sein kann nicht killen. Ja. Fox hat ganz, ganz große Probleme, weil der Charakter keine guten Confirms hat. Ja, zumindest wenige. Er hat nicht die Options, aber das war halt ein wunderschöner. Das war ein wunderschöner Up-Smash. Da sehen wir schon mal wieder einen ungefähren Ausgleich für Xenoro. Mit 40% ist ja alles offen. Das Zoning von Min Min ist natürlich brutal, aber wenn er jetzt diese Lücken findet, um reinzurennen, wie du gerade angesprochen hast, dann. Aber er scheint es ja langsam zu finden, dass er langsam wieder ausgleicht wird. Jedes Game wirklich ein bisschen besser geworden. Ja. Jedes Game ein kleiner Approach. Nur dieser kleine Approach oder dieses bisschen Warmwerden mit dem Matchup. Bringt dir halt nichts, wenn du jetzt das Game verlierst. Deswegen ist es so wichtig für Xenaru, jetzt vielleicht einen Klatsch zu bekommen. Irgendwie das Game zu taken. Aber er ist auch schon leider wieder im Kill-Prozent. Er ist leider wieder auf 99. Sehen wir da jetzt? Smash kann jederzeit reichen, um ihn hier aus dem Spiel zu nehmen. Ja, müssen wir aufpassen, dass da keine Kugel vorbeikommt von Min Min. Das war ein sehr kälter Clank.
Deckwerk von hinten. Da haben wir 44% auf Min-Min. Es wird immer gefährlicher für Fox. Immer gefährlicher. Er packt aber auch seinen Lasergun kaum aus, ne? Einfach nur, um die vielleicht ein paar Prozente bekommen. Weil Min-Min hat zwar Range, aber sie hat nicht so viel Range, um über die komplette Safe zu reichen. Oh. Aber das war das Ende. Sehr, sehr solides 3-0 von Osama. Sehr, sehr schönes Spiel von uns. Muss man sagen. Sehr, sehr unglaublich solide runtergespielt. Wundervoll. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr clean. Wirklich, wirklich clean gewesen. Aber hey, mich freut's mal, einen Min-Min zu sehen. Unglaublich, ja. Min-Min ist. Und gerade wenn er jetzt des Öfteren hier mal auftaucht, könnte ich das ein oder andere Mal noch sehen. Es ist das wundervoll. Sehr schön. Es bringt frischen Wind mit rein. Und er ist wirklich solide. Er spielt ein sehr solides Neutral. Ja. Ich bin gespannt, wenn wir in der nächsten Runde später. Nicht Bambus. Wie heißt er? Psycho gegen ihn sehen. Psycho haben wir jetzt gleich. Mit der Serious Tool, weil die natürlich auch nochmal so einen kleinen Rushdown-Faktor hat und vielleicht auch diese Lücken besser aber finden kann. Ich weiß nicht, ob Psychos Playstyle mit CSS richtig in Min-Min reinpasst. Das ist korrekt. Das ist weil das hätte ich vielleicht Bambus ganz gerne gesehen dagegen. Ja, das wäre auf jeden Fall interessanter gewesen. Wir werden es sehen in Losers Quarters später. Und na gut, bis dahin. Freuen uns darauf. Stay tuned. Bis dahin. Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr die anderen Sets noch sehen wollt, Abo dalassen, Glocke aktivieren, Daumen nach oben, nicht vergessen, ganz wichtig. Und in der Videobeschreibung findet ihr wie immer unsere Social Media Links und unsere Website, wo ihr unsere Events finden könnt. Damit ihr auch wirklich nichts mehr verpasst. Wichtig, wichtig. Ansonsten, wenn ihr in Aschaffenburg wohnt, kommt selber mal vorbei. Dann wir sehen uns. Ja. Schön, wir wünschen euch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.